unweit des Nürnberger Hauptmarktes in der Tucherstraße 3 befindet sich das kleine, aber feine Atelier mit dem Namen Mila Kadi von Lydia Walter. Sie ist in Russland in Sibirien geboren, wo sie einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte. . 2007 schloss sie ihre Ausbildung zur Modeschneiderin mit einer Begabtenförderung ab. Es folgte ein Modestudium an der staatlichen Modeschule in Stuttgart und unter anderem ein Praktikum im Kreativteam von Hugo Boss. Danach zog sie nach Nürnberg, um gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin ein Modelabel zu gründen. Nach zwei erfahrungsreichen Jahren trennten sich die Wege. Heute ist sie mit Mila Kadi selbstständig. Bedeutung hat es eigentlich keine. Mila Kadi ist reiner Künstlername und der entstand viel früher, bevor die Marke überhaupt gab. Also ich habe nach dem Studium, wir hatten an der Modeschule einen Fashion Award, was von Hugo Boss ausgeschrieben wurde. Und da gab es die ersten drei Plätze, praktisch Praktikum bei Boss, dann ein bisschen Geld haben wir bekommen und eine große Show in Stuttgart, so eine Preisverleihung, also es war ein ganz schönes Event und ich habe damals den zweiten Platz gewonnen. Was ist die Anfrage? Einfach ein Kollektionsteil von mir oder die, was maßgeschnitten ist? Und dann ja, gibt es halt diese zwei Richtungen, die man dann bespricht. Also wenn jetzt jemand ein Abendkleid haben möchte, besprechen wir vorerst, was es sein sollte. Also ungefähr die Richtung, den Anlass und ja, und dann machen wir einen Vertrag, wo die Kundin das auch entgegenzeichnet, also dass die meinen Stundenlohn kennt, ungefähre Zeitangabe, was auf sie alles zukommt und dann geht's los. Ja. Schon sehr früh entwickelte sich ihr Interesse für Mode. Heute fertigt sie individuelle Modelle in Maßfertigung an und sagt, dass sie sich ganz bewusst von der Massenproduktion distanziert. Für sie stehen Werte wie Tradition, hohe Qualität und nachhaltige Produktion im Vordergrund. Die Corona-Zeit war und ist dabei noch immer eine Härteprüfung, doch ihr Lebensmotto lautet, niemals aufgeben. Sie möchte ihren Kunden nichtsdestotrotz ausdrucksstarke und einzigartige Modelle anbieten. Jedes einzelne Kleidungsstück wird als exklusives Unikat konzipiert und in Handarbeit gefertigt. Unter dem Slogan Be Different, Be Mila Kadi entwirft sie außergewöhnliche und hochwertige Produkte. Sie möchte, dass man sich mit ihren Anfertigungen identifizieren kann, diese jedoch auf keinen Fall alltäglich wirken. Am Beispiel von Lydia Walter wird deutlich, dass man mit viel Fleiß, harter Arbeit, Talent und enormer Kreativität seine Illusion wahr werden lassen kann.